Hi, Tommy hier von Einfach Immo. Heute geht es um das Thema Immobilien für Anfänger. Was bedeutet das? Die Immobilienbranche hat quasi eine eigene Sprache. Heute lernen wir ein paar Begriffe kennen, die dir helfen können, wenn du diese verstehst, wirklich Fuß zu fassen im Immobilienbereich und anständig Geld verdienen zu können. Bleib gespannt! In den letzten Jahren haben immer mehr Menschen die Entscheidung für sich getroffen, im Immobilienbereich Fuß fassen zu wollen, um unter anderem für ihr Alter eine Vorsorgemaßnahme zu treffen und Geld zu verdienen. Heute beschäftigen wir uns mal mit den Basisthemen, damit du ein paar Dinge richtig verstehst und auch weißt, wie dieser Bereich funktioniert und was du alles damit machen kannst, um Geld zu verdienen und auch profitabel zu sein. Was ich hier heute vorbereitet habe, sind ein paar Wörter für euch, die ich euch erklären möchte, wo ich auch ins Detail darauf eingehen werde und auch direkt loslegen möchte. Fangen wir mal mit dem ersten und einfachsten Begriff an, und zwar deinem Zuhause. Aber in der Immobiliensprache gibt es natürlich mehrere Fachbegriffe, wie ein Zuhause betitelt werden kann. Gehen wir mal von einem Haus aus, in dem Fall einem Einfamilienhaus, und zwar im Kürzel EFH. Gehen wir mal nicht davon aus, es gibt ja nur ein Einfamilienhaus, sondern du kaufst ein Haus, ne, erste Klasse, Basic-Unterricht, mit mehreren Parteien drin, dann sprechen wir hier von einem Mehrfamilienhaus, abgekürzt MFH. Als nächstes sprechen wir mal über das Wort Kredit bzw. Eigenkapital. Wir gehen mal davon aus, ich kaufe ein Einfamilienhaus, haben wir ja schon gesagt, EFH, Kostenpunkt 300.000 Euro. Da 300.000 Euro natürlich eine ziemlich stolze Summe ist und die sehr, sehr wenig Menschen auf dem Konto rumliegen haben, ist der nächste logische Schritt, dass du zur Bank gehst und dir dieses Geld für das Haus leihst. Die Bank wiederum sagt, lieber Kunde, damit wir ins Gespräch kommen können und wir dir das Geld leihen, möchten wir natürlich auch etwas Eigenkapital von dir sehen. Wir nehmen jetzt mal einfach eine runde Zahl, und zwar 10%, das entspricht 30.000 Euro, macht somit eine Restsumme, die wir beleihen, von 270.000 Euro aus. Die Bank ist natürlich nicht einfach nur so nett und schenkt dir diese 270.000 Euro in Form eines Kredits, sondern darauf werden auch Zinsen erhoben, womit die Bank Geld verdient dafür, dass sie dir Geld verleiht. Nehmen wir mal an, auf der einen Seite hast du 1,5% Zinsen und 2,5% Tilgung, was die tatsächliche Entschuldung deines Objekts darstellt. Wir haben hier somit einen Gesamtbetrag von 4%. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir im Jahr 12.000 Euro an die Bank zahlen und das im Monat 1.000 Euro ausmacht. Das heißt nichts anderes, wie dass deine Kreditrate monatlich eine Belastung von 1.000 Euro darstellt. Also wir sprechen hier natürlich nicht von einem Mehrfamilienhaus und wir sprechen auch nicht von einer Doppelhaushälfte oder von einem reinen Mittelhaus. Wir sprechen von einem ganz normalen Einfamilienhaus mit Türe, Fenster und von mir aus noch einem Kamin. Du hast nun monatlich eine Belastung von 1.000 Euro für deinen Kredit, den du von der Bank genommen hast, in Höhe von 270.000 Euro. Sagst aber zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht selber in diesem Haus leben, sondern ich möchte dieses Haus vermieten. Und gehen wir mal davon aus, du vermietest dieses Haus für schlappe 1.300 Euro im Monat, hast aber auf der anderen Seite eine Kreditrate von 1.000 Euro im Monat. Das bedeutet, wir haben hier einen Unterschied. 1.300 minus 1.000 macht eine Differenzsumme von 300 Euro aus, und diese 300 Euro Differenzsumme, die nennt man Cashflow. Cashflow ist was Positives. Und ich lege nochmal einen drauf, und zwar das Haus, das du für 300.000 Euro gekauft hast, ist eigentlich
350.000 Euro wert und du hast hier in dem Fall ein Schnäppchen gemacht und hast von vornherein 50.000 Euro Gewinn gemacht. Das heißt, du hast zu Beginn beim Kauf deines Hauses ein Schnäppchen machen können und von vornherein schon mal 50.000 Euro Gewinn eingestrichen und von der Bank 270.000 Euro beliehen. Das heißt, wir haben hier einen Zwischenwert von 80.000 Euro, wenn wir noch deine 30.000 Euro Eigenkapital mit einberechnen. Klingt das nicht gut für dich? Du kannst dir das Video immer wieder vor- und zurückspulen, um die ganzen Wörter nochmal zu hören, um sie lernen zu können, um zu wissen, was genau damit gemeint ist. Diese zwei Zahlen stellen schon mal für dich was Positives dar von vornherein, wenn du das Objekt kaufst. Klar sagst du hier, ja Tommy, bei diesen 80.000 Euro habe ich ja 30.000 Euro selbst investiert. Dann nimm die 30.000 Euro von deinem Eigenkapital gerne weg, bleiben aber immer noch 50.000 Euro über und hier haben wir 300 Euro Überschuss zwischen deiner monatlichen Rate und der Vermietung, die du weitergibst. Sprich, du hast hier 300 Euro Cashflow zur Verfügung, denn die wirst du natürlich auch brauchen. 300 Euro, von denen ich gerade gesprochen habe, die du brauchst, die musst du ordentlich zur Seite legen, denn die brauchst du für verschiedene Dinge, die an deinem Haus anfallen. Sei es Reparaturen, sei es Versicherungen, die du abschließen musst und natürlich nicht zu vergessen, durch die Einnahmen, die du hier erzielst, musst du natürlich auch Steuern abführen. Auf der anderen Seite, mach dir keine Sorgen, kannst du natürlich auch viele Sachen an deinem Haus von der Steuer geltend machen, wie zum Beispiel den Zins, den du absetzen kannst, dann die jährliche Abschreibung für Abnutzung, kurz AFA, das ist 2% des Objektwerts, welche du in den nächsten 50 Jahren von der Steuer geltend machen kannst und natürlich jegliche Werbungskosten, die anfallen rund um deine Immobilie. Jetzt haben wir hier schon einige Basisthemen rund um das Thema Immobilien angesprochen, damit du verstehst, wie das Ganze funktionieren kann. Kommen wir nun zum letzten Thema und zwar kaufe günstig und verkaufe teuer. Was bedeutet das eigentlich? Kaufe günstig und verkaufe teuer bedeutet nichts anderes wie, ich habe das Objekt hier gekauft, das repräsentiert einen Wert von 350.000 Euro. Ich allerdings habe nur 300.000 Euro bezahlt und sollte ich dieses Objekt morgen wieder verkaufen wollen, habe ich einen Gewinn eingefahren von 50.000 Euro, der natürlich auch versteuert werden muss. Liebe Freunde, das war mein erstes Video zum Thema Immobilien. Heute war das Immobilien für Anfänger. Wir haben verschiedene Bereiche durchgenommen. Zuhause, Kredit, Vermietung, AFA, Abschreibung für Abnutzung, kaufe günstig, verkaufe teuer. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick verschaffen in die Welt der Immobilien. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare mit rein. Ich beantworte wirklich jedes Kommentar. Und auf die ganz interessanten Kommentare werde ich darauffolgende Videos machen für euch. Ich würde mich natürlich, da ich ganz am Anfang dieses Kanals stehe, darüber freuen, wenn du nicht nur kommentierst, sondern das Video likest, meinen Kanal abonnierst, das Video teilst mit Freunden, Bekannten, Verwandten, die gerne Fuß fassen möchten im Immobilienbereich. Und ich freue mich auf euch und auf alle weiteren Videos, die ich euch präsentieren kann. Bis zum nächsten Mal, euer Tommy von Einfach Immo. Ciao!